Willkommen zurück zu Final Fantasy 7 im Remake. Ich bin euer Firobo und wir haben unseren ersten Auftrag. Hi. Oh, Cloud, hast du Mugi und die anderen gesehen? Sie sind sicher auf ihrem täglichen Rundgang. Ich hätte ihnen sagen sollen, den heute ausfallen zu lassen. Falls du die Kinder siehst, könntest du ihnen sagen, dass sie zurückkommen sollen? Du erkennst sie an ihren... Ich glaube, ich weiß schon. Bleib du mal ruhig hier. Warte hier auf die Kinder. Okay? Ja, wird gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe. Mädchen-Outfit gefällt es mir besser. Aber warum wieder jetzt Kinder? Das verstehe ich jetzt nicht, weil die so eine Aufgabe hatten wir schon. Warum müssen denn jetzt wieder... Weißt du, du hast schon nicht viele Aufgaben und dann recyceln sie die auch noch? Ein bisschen doof. Darf man jetzt hier hin wieder? Machen wir nochmal. Haben wir was Tolles? Herzlich willkommen im Mockshop. Im Mockshop. So, was haben wir denn hier? Atomschere. Okay. Kaufen wir die. Und den will ich auch haben. Mugni-Mörser. Mörser für das Ermischen von Arznei, den Mugi manchmal im Angebot hat. Okay. Machen wir. Wir haben dann noch 5 Stück. Abzeichen bei der Haaren und Wappen, das Seelen erlöst. Okay. Nehmen wir den auch noch mit hier, zack, und den hier. Kleine besondere Sachen zusammen. Oh, hier. Oh nein, wir haben hier unten vergessen. Wer hat er da noch? Oh nein. Tifa, es tut mir leid. Ich will nur glückliche Kunden, Kubo. Oh Mann. Hier noch was? Was ist denn? Weiter so. Hier haben wir nur dein. Oh. Was? Ja, Schwerter mit Kindern. Schwerter mit Kindern, genau. Kinder mit Schwertern. Aber er fehlt hier, ne? Unser Schlauberger. Müssen wir mal schauen, ob wir sie alle finden. Ich hab Tifas Buch nicht gekauft, fuck. Ja, geht doch weiter, Cloud. Damit. So, hier haben wir Kinder. Ach, hier haben wir schon den nächsten wieder. Machen wir eine Aufgabe nochmal ankommen. Was ist los? Ach, Tifa, kommst du nochmal? So, Kinder, Kinder, Kinder. Wer hat die Kinders? Hallo, Kinder? Kinder, Kinder, Kinder? Zurück, kleine Kinder. Mein Name ist Jackson. Nee, Spaß. Der wurde ja von dem Verdacht freigesprochen. Hat trotzdem sein Leben gefickt, leider. Was denn? Ach da. Das ist wieder neuer. Ja, wo sind die Kinder? Was soll ich nur machen? Ah, wir reden mit dir. Oh, du bist doch Aeris Bodyguard, oder? Ich brauche dringendst Heilkräuter und wollte Aeris bitten, mir wieder welche zu besorgen. Wo ist sie denn heute? Seit dem Unfall in Sektor 7 kann ich gar nicht genug Medikamente herstellen. Ich brauche noch viel mehr, doch mir sind die Zutaten ausgegangen. Was benötigst du denn? Hilfst du mir etwa bei der Beschaffung der Zutaten? Ich danke dir im Namen aller Slumbewohner. Das sind die Sachen, die ich brauche. Okay. Wir uns irgendwie angucken. Aeris sagte mal, dass sie nicht nur in ihrem Garten Blumen züchtet. Aha. Gut, gucken wir jetzt hier die Playlist mal an. 1, 2, 3, 4. Die 5 fehlt, die 7 fehlt. 12, 13, 16. 24. Also ein paar fehlen noch. Gut. Kräuter soll er finden. Schauen wir hier.
ist nix. Ja, was Tolles, was ich nutzen könnte. Ja. Ne, lasst mich durch, bitte. Können wir nochmal rein? Ah. Hallo? Guten Tag. Bitte rettet meine Tochter. Das ist deine Passt Tochter. Gut auf euch auf. Okay, haben wir irgendwas noch vielleicht? Also hier sollten wir die Kiste ja haben. Ist nix. Jungs, Mädels, sie steht im Weg. So, er ist immer noch Knockout. Hat schon Magenprobleme. Ich hab wieder was im linken Bauch. Ich darf es nicht mehr zu bringen. Ich hab selber einen linken Bauch. So. Ach. Oh. Oh. Erstmal. Oh. Erstmal blinden. Geil. Na gut. Hier sind wir wohl überall falsch, oder wie? Jungs und Mädels, hier steht nur im Weg rum. Ah, die Licht. Die Stimmung geht an und so, ist echt geil. Na gut. Können wir hier vielleicht irgendwo was holen? Ja, ist halt noch woanders. Ach, der meint, hat der die in der Kirche vielleicht? Das sind ja auch nur Blumen eigentlich, ne? Der war ja hier, aber hier ist auch nix. Ah. Na gut. Dann müssen wir noch weitere Aufträge annehmen vielleicht. Ich habe auch kein Kind gesehen, ne? Wo sollen denn die Kinder sein, ne? Fräulein ist besorgt. Ein paar Waisenkinder des sind nicht auf eine Patrouille zurückgekehrt. Hilf mit zu suchen. Oder sind sie vielleicht hier? Hat auch kein Anzeichen irgendwie, ne? Wo sie sein könnten oder so. Gut, der will noch welche Kräuter haben. Mhm. So. Hey. Dass diese Platte abstürzen könnte. Ob es hier wirklich sicher ist? Tja, wer weiß das schon. Mit dir. Das ist Damp. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Tillich, ist noch eine Mission für mich, nur. Ah, hier können wir noch mal ein bisschen was kaufen, theoretisch. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Das heißt, wir vermuten, dass wir da hinten sind oder ganz woanders. Na, schauen wir es mal hier. Hey, du musst Cloud sein. Sam hat mir schon so viel von dir erzählt. Wenn uns jemand helfen kann, dann du. Als ehemaliger Soldat hast du sicher genug zu tun. Aber solltest du doch etwas Zeit haben, könntest du uns vielleicht helfen, unsere entlaufenen Chocobos zu finden? Der Sturz der Platte hat sie so verschreckt, dass sie einfach davongelaufen sind. Die armen Tiere müssen jetzt sicher irgendwo Angst und Hunger leiden. Oh, sie tun mir so leid. Wir hatten die Augen offen. Keine Sorge, eure Chocobos finden wir schon. Vielen Dank. Bitte gebt ihnen das hier zu fressen, wenn ihr sie findet. Mir fehlen insgesamt 3 Tiere. Sie heißen Coco, Rollo und Momo. Wenn sie ihr Gemüse bekommen, sollten sie sich beruhigen und von alleine nach Hause finden. Danke. Du kannst den nun in den Schokobo-Stall zwischen verschiedenen Zielpunkten hin und her reisen. Oh, cool. In deinem Auftrag Schokobesuche weitere Schokobos und zusätzliche Zielpunkte freizuschalten. Untersuche den Fahrplan an der Chocobo-Haltstelle und rede mit dem Mitarbeiter, um eine Chocobo-Kutsche mitzufahren. Jo, okay, cool. Aha. Okay. Ach, kostet mich aber auch Geld. So, hier sind wir. Wir können
sollten zum Wallmarkt oder zur Schnellstraße. Oh gut. Wir wollen erstmal hier weiter. Und noch ein Auftrag. Oh, der Alleskönner. Du kommst gerade wie gerufen. Äußerst angenehm. Gestatten? Ich bin Damon, Reporter für die Zeitung Blatt des Lebens. Das ist doch keine Zeitung, nur ein dreckiges Propagandablatt. Nun, durch meine Verbindungen zu Shinra komme ich immerhin an wertvolle Informationen. neugierig? Nur zwischen uns. Die Finanzabteilung von Shinra wollte Don Corneos wertvolle Kronjuwelensammlung beschlagnahmen. Aber jetzt kommt's. Der Schlüssel, um an seine Kronjuwelen zu kommen, wurde gestohlen. Von wem? Nun, von niemand Geringerem als dem mysteriösen Racheengel der Slums. Der legendäre Meisterdieb von Sektor 5, der Racheengel der Slums, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt, ist wieder einmal aufgetaucht. Und, wie sieht's diesmal aus? Interesse? Naja, Interesse schon, aber keine Zeit. Ah, Interesse, sehr gut. Also dann, hier. Wo das Versteck des Racheengels ist, muss ich nicht nochmal sagen, oder? Hast du deine Lektion nicht gelernt? Naja, ich versuche, mir meinen Optimismus zu bewahren. Wenn der Racheengel mich ins Visier nimmt, habe ich eine noch viel aufregendere Story. Und was soll ich machen? Wenn es dir gelingt, den Schlüssel zurückzuholen, gehören Corneos Kronjuwelen dir. Ich will lediglich herausfinden, wer der Racheengel wirklich ist. Wenn du also auf Informationen stößt, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du sie mit mir teilst. Ja, schauen wir mal. Jut, jut, jut. So, haben wir hier noch was? Und was haben wir hier? Hm. Dann laufen wir mal hier lang. Komm, schauen wir doch mal. So, ich wollte eh alles hier durchgehen. Wie sieht's denn mit den Aufträgen aus eigentlich? Wir haben jetzt die hier angenommen. Okay. Heißt, 4 bis 5 Stück haben wir noch gar nicht entdeckt. Sehe ich richtig, ne? Gut. So. Okay. Oh, ich weiß irgendwie was. Oh, eine Moku-Medaille, geil. Das finde ich gut. Was haben wir hier? Geister? Wann ist hier eine Bank? Oh, Cloud. Ah, das ist der Kinder. Das ist das. Ach, der Fresh. Bitte? So, der Freshdachs. Mrs. Balk, geht's noch? Wie? Was treibst du denn hier? Bist du allein? Nicht allein. Wir haben auf unserem Rundgang die eingestürzten Gräber wieder in Ordnung gebracht. Doch dann war da so ein Lachen. Und auf einmal waren die anderen verschwunden. Danach waren die anderen weg. Achtung! Ach, schon wieder Geister. Phantom, okay. Ist neu. Analyse. Kann ich schaffen. Auf jeden Fall nicht analysiert. So, dann nochmal. Jetzt haben wir es Feuer, okay. Magie! Feuer! Zack! Barret! Du kannst nur Blitz, okay. Tifa, du kannst aber Feuer. Warte, ich kann auch noch was machen. So. Nochmal. Achso. So. Und nochmal. So. Ah, deswegen, das war doch nämlich so, dass ich diesen Impuls nämlich machen muss. Ha. Ich wusste da noch. Das ist mir aufgefallen jetzt. Und es hat jetzt wieder gezählt, komischweise. Seid ihr tot oder was? Hey Leute!
Mugi! Oh, Cloud ist auch dabei. Sag mal, was habt ihr denn hier zu suchen? Hier sind viele Eltern der Kinder aus dem Helmchenhof begraben. Wir wollten mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Verstehe. Vielen Dank auf jeden Fall. Ihr habt uns schon wieder geholfen. Wir gehen zurück zum Helmchenhof. Dort macht man sich sicher schon Sorgen. Cloud, das hier habe ich vorhin gefunden. Wenn du willst, kannst du es haben. Vorlaute Belger. Das gefällt mir. Ja, haben wir den Auftrag abgeschlossen. Cool. Bomba, wir haben hier nichts. Wir könnten uns schlafen legen. Brauchen wir nicht. So, weiter geht's. Komisch, dass wir hier keine Gegner finden, ne? Das irritiert mich gerade so ein bisschen. Eigentlich. Ah, Chocobo. Hi. Kleiner Mann. Alles klar. Haben wir eben auf dem. Oh, der hat jetzt auch wieder so ein Ding zum Monster. So, wirksam nichts, okay. Ah, dann machen wir da einfach mal ein bisschen Blitz rein, würde ich sagen. Wie oh, er heilt sich doch nicht. Oder heilt er sich selber jetzt gerade? David, Schockschuss. Tiefer, du machst Zusatzangriff. Und wir machen Impuls. So, und dann nochmal Impuls-Sieb. Zack. Genug. So, Na, ist das Team? War das Trocker zu? Glaub schon. Alles gut, Turner. Schein für die Schokobox was können wir nutzen. Slums von Sektor 5, Stahlberg, nur Einstieg. Okay. Interessant. Gut, gut. Okay, dürfen wir jetzt hier endlich rein oder? Ne. Vielleicht kriegen wir von dem Typen, dem Reporter, den Schlüssel hierfür. Ist das der Cornios Kronjuwelensammlung? So, hier ist eine Kiste. Weiteren Gegengift, cool. Dürfen wir die Dinger jetzt benutzen? Ah. Na, Eingang ist es. Okay. Und ich bin hier wahrscheinlich Stahlberg oder was? Deswegen ist hier nur ein Steg, okay. Ja, los. Den kennen wir ja schon. Magie, Blitz. Boom. Barrett hat ein Level Up. Mein Trommelfell. Ein Trommelfell, Barrett. Kennen wir ja schon. Gut. Ah, gerade habe ich wieder Bock, richtig Bock auf das Spiel. Ich hatte gerade so kurz vorher so eine kleine Phase, wo ich dachte, okay, aber jetzt ist es wieder geiler. Ist sie der Engel? Hey Söldner, bist ja heute in Begleitung unterwegs. Ich bin Mirai. Cloud und ich sind, wie soll ich sagen, flüchtige Bekannte. Was machst du hier? Vermutlich das gleiche wie ihr. Oder seid ihr etwa nicht auf der Suche nach Cornios Kronjuwelen? Woher weißt du das? Ich liebe den Duft in der Gerüchteküche. Heute bin ich hier, um dieses pikante Gerücht auf Wahrheit zu überprüfen. Aber hier ist nichts Wertvolles versteckt. Wenn der Racheengel vor uns hier war, hat er die Kronjuwelen sicher schon an die Armen weitergegeben.
Das mag wohl sein. Aber ich habe noch ein Gerücht aufgeschnappt. Beantwortet mir erst eine Frage. Nehmen wir an, ihr findet die Kronjuwelen. Was würdet ihr dann mit diesen wertvollen Dingen anstellen? Wir würden sie verkaufen. Um den Menschen in den Slums wieder auf die Beine zu helfen, braucht's eine ganze Menge Güter. Mit dem Erlös könnten wir Lebensmittel und andere wichtige Dinge kaufen. Wenn das so ist? Am Gerücht, dass der Racheengel den Schlüssel gestohlen hat, ist kein Körnchen Wahrheit dran. Fragt am besten mal Kiri, die weiß mehr. Die Kleine ist verdammt gut, wenn es ums Beschaffen von Informationen geht. Ihr könnt sie gar nicht übersehen. Man erkennt sie sofort an ihren geringelten Strümpfen und dem Hut. Wo finden wir sie? Da bin ich überfragt. Diese jungen Leute von heute sind doch ständig auf Achse. Oder etwa nicht? Aha, okay. Und dann haben wir auch noch was. Hinweis zur Cornelia-Schatzkammer. Aha. Sehr viele Leute hier, sehr viel Zeug. Okay. Wir machen es nach und nach hier. Wir machen unsere Runde erst fertig. Ob es jetzt schon wieder hier? Lange ja, dann machen wir den hier, dann wird es endlich fertig haben. Ach, hier gegen ihn zählt's nicht, oder wie? Oh ja, haben wir. Oh, das war das gar nicht, ups. Ach nicht, was habe ich dann gemacht? Oh. Das habe ich gemacht, scheinbar. Okay. Aber warum? Was denn? Habe ich da gegen die ganze Zeit nach oben? Das verstehe ich nicht. Schade, ich hatte jetzt gecheckt hier. Wenn der Spezialfertigkeit mit Gegnern im Schockzustand ist und lade insgesamt 10 Mal eine. Achso, ich muss ihn. Okay, ich glaube, warte, ich glaube, ich hab's einigermaßen verstanden. Ich muss den Schocken, Spezialfähigkeit einsetzen und dann meine Leiste auffüllen an ihm noch. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich hoffe doch. So. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Sehr viel Leerraum hier irgendwie, ne? Das Gefühl. Hm. Schauen wir mal, was wir an denen schaffen. Die Zeit rennt. Jawohl, Herr Vater. Ja. Zu nachlässig. Jetzt oder nie? Aua. Genug. Okay. Das war's wohl nicht. Barret, mein Trommelfell. Oh, Entschuldigung. Dann hau ich jetzt einen trockenen Hals. Holy shit. So, jetzt haben wir hier alles abgesucht, aber nichts gefunden im Grunde. Was ist das denn hier? Oh, und der Schatzkammer. Toll. Ach, dann hatten wir doch recht hier, oh. Hatte ich ja doch recht, dass es die ist. Lol. Okay, cool. Und dann gönnen wir uns die Schatzkammer doch mal, oder? Dann heißt das halt mehrere, oder? Das dauert oh. Keine Sekunde. Ja. Ja. So. Pulsieb, zack und. So. Zack, zack, zack. Na, ist das Teamwork oder was? Glaub der was. Schauen wir nochmal.
Was haben wir denn hier? Ach so, das ist nur der Hinweis, aber nicht der Schlüssel. Ah. Ich verstehe. Jut. Ist logisch. Dann machen wir uns Runde erstmal weiter. So. Die Fahrreichstufe 25. Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Oh, hier ist gar nichts. Schade. Ja gut, da muss ich das also bei den Bossen machen, scheinbar. Kann ich das da einsetzen? Geht das auch ein VR-Ding eigentlich? Ja, schauen wir mal. Also warte, wir lesen mal genau, ja. Also wir müssen, wenn eine Spezialfähigkeit bei einem Gegner im Schockzustand an und laden insgesamt 10-mal eine Einheit der AP-Leiste auf. Nur eine Einheit, okay. Das ist ja eigentlich relativ easy, oder nicht? Was? Erledigt. Zumindest dich nicht. Ich zählt uns auf, wir sind nicht mehr aufzuhalten. Wieso, was war das doch noch? Dim. Oh Mann! Oh nein. Ich bin so bescheuert! Oh nein. Du bist ein Tor. Nein. Nein, bitte nicht. Warum? Ich wusste, weil es dann kommt. Weil wir noch das Archiv mit dem offen haben. Ich will nicht. Nicht Johnny. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.